Hallo, meine Lieben. Ja, willkommen zum Watch Me. Ihr seht mich mal vor der Kamera, denn ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt Videos drehe, will ich vorher mit euch vor der Kamera schnacken und euch ein bisschen sagen, was ja, ob ich schon was vorbereitet habe oder nicht. Und wie das abläuft. Also, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe schon die Streifen zurechtgeschnitten. Ups. Sorry. Das ist der Rest. Den werden wir jetzt demnächst auch nochmal los. Denn wir machen zusammen jetzt Indexkarten aus Restpapieren. Ich guck mal, wie die Zeit so ist. Je nachdem, ich mache auf jeden Fall für eine halbe Stunde Video. Das will ich auf jeden Fall. Es sollen jetzt immer. Also auch eine kleine Information nochmal an euch. Das habe ich vergessen, in einem anderen Video nochmal zu sagen. Es soll jetzt immer halbe Stunde Videos kommen. Eventuell eine halbe Stunde und manchmal auch eine Stunde, dass ich dann das dann zusammenschneide. Dass ich dann eine halbe Stunde Cut mache, das dann hinterher drehe und das dann zusammenfüge. Genau. Genau. Wundert euch jetzt nicht, wie der Tisch hier aussieht. Der sieht gerade ein bisschen katastrophal aus. Wenn ich es schaffe, kann ich gerne mal ein Foto. Ja, jetzt seht ihr meine Katze, die ist gerade aufgestanden. Nö, sie dreht sich nur. Wir haben gesagt, weil ich schon. Genau, ich werde gucken, ob ich ein Foto für euch mache, dass ihr das dann mal seht, wie mein Tisch so aussieht. Ja. Und ich laber schon wieder 3 Minuten. Ich würde sagen, ich drehe die Kamera und dann geht's los. Mit das erste Watch Me Craft im Jahr 2022. Also, los geht's. Ja, und da sind wir auch schon. Stelle es einfach ein bisschen weiter so. Damit ich auch sehen kann, wie viele Minuten wir haben. Genau. So. Ich habe eine Netzkarte. Das ist eine Karteikarte. Genau. Ich lebe jetzt das Streifen für Streifen. Mein Vater hat eine Nieser-Tarin gehabt. So.
Oh, falscher Kleber. Ja, nicht falscher Kleber, aber. Das kommt so hin, das drin nicht mehr. Bei so welchen Klebern nehme ich immer gerne doppelseitiges Klebeband dazu, weil das dann nicht auf der sicheren Seite. Weil ich habe mal Post versendet und dann ist das mitten auf dem Postweg abgegangen. Und seitdem. Oder als ich es aufgemacht hatte, ist das Klebeband abgegangen. Dann habe ich gedacht, okay, dann machst du ab sofort. Dann nehme ich diese Spruchstickers. Diese Emojis. Ach, sehr. Ihr seht, da ist sehr viel los auf der Karte. Aber solche Karten liebe ich am meisten. Wie gesagt, ich mag immer erst die länglichen Papierstreifen. Und nächste Index.
Meinungen. So. So sieht es aus. Kommt wieder an der Seite Bändchen. So. So. Auch verbraucht. Übrigens, das Buch ist auch fast. Oh, ihr seid. Das Buch ist auch fast leer.
Ihr seht Chaos. So, wenn ihr euch fragt, warum ich so ruhig bin, in manchen Teilen, dann konzentriere ich mich. In diesem Fall konzentriere ich mich gerade. Genau, wenn ich das Band jetzt zum Beispiel jetzt leer habe, dann und das noch ein Stück über, das kriege ich dann eine andere Säule. So, da brauche ich den Spruch.
Ja, unsere Parteikarte. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Ich habe ja, Gott sei Gott, ich bin froh, dass ich noch welche habe. So. Ja, sorry. Ist für mich wieder ungewohnt. So. Ja. Klemme ich das um. Ja, ist mir die Rolle im Controller geflogen. Jetzt nehme ich mir ein neues Band. Wenn ihr das, so wie ich jetzt lang habt, einfach umknicken. Und jetzt nehme ich mir Orange. Nehmen wir erstmal das große hier, das Lama.
Ja, das waren die vier Indexkarten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, bis dann. Ciao, ciao.